Maria Himmelfahrt, meine Lieben, das ist die endgültige Meisterung des Egos und die Verschmelzung des Egos des niederen Teils der Seele mit dem hohen Selbst. Darum geht es im Schöpfungscode, der Mond und der kosmische Code der Schöpfung. Und dieses Datum heute, der 15. August und Maria Himmelfahrt, ist tatsächlich das Datum, wo die fünfte Auflage erscheint. Ab heute ist sie im Handel. Und ich werde gleich was drüber sagen. Und im Übrigen, es gibt auch eine neue Auflage für deine 26 Energieschlösser entschlüsselt durch die großen Arkane des Tarot. Das ist, ihr seht, es ist etwas zerfledert, noch die alte. Die neue ist noch nicht bei mir angekommen in Sardinien. Aber die fünfte Auflage, die hatte ich ja schon eine Weile vorher gedruckt und die wartete darauf. Und tatsächlich wurde es jetzt, wie sollte es auch anders sein, genau dieses Datum, Maria Himmelfahrt, wo nämlich die Seele, und es geht ja immer um die Seele, und ich möchte euch das hier nochmal verdeutlichen mit dieser wunderbaren Abbildung aus meinem Buch Die große Umkehr zum Lichtmensch, nämlich der Isenheimer Altar. Das ist hier also, wie gesagt, die Verkündigung natürlich und das Weihnachtsbild, Mutter Maria mit dem Jesuskind und natürlich die Wiederauferstehung. Und ich habe das ja ausführlich beschrieben mit und durch den Schöpfungscode. Aber es geht ja alles um diese eine Seele, denn in Wahrheit ist es ja tatsächlich eine Seele. Seht euch das auch an, Maria und Jesus. Es ist eine Seele, es ist der niedere und der höhere Teil, wobei das jetzt hier überhaupt nicht abwertend gemeint ist. Seht ihr das? Es ist hier der Lebensbaum. Wir haben auf der einen Seite Maria, das ist der sich ihrer selbst bewusste Teil, der sich mit und durch die Wahrheit erkennt. Das ist der goldene Schein auf Maria. Christus, das ist die Seele. Aber wie gesagt, diese beiden Hälften werden ausgedrückt durch Maria und Eva. Und Eva natürlich, deswegen hier der Totenkopf auf dieser Seite, ist der sich mit und durch die Körperlichkeit, die Sinnlichkeit identifizierende Teil der Seele. Die Schlange, seht ihr das? Die natürlich auf der Seite Evas ist. Maria, die hat sich gemeistert durch die Kreuzigung. Und darum geht es ja im Schöpfungscode. Und ich möchte euch hier zeigen, das ist so faszinierend im Übrigen, die neue Auflage, natürlich werde ich gleich gefragt, ist etwas anders. Also natürlich bleibt der Inhalt immer der, der ist. Aber ich habe in allen Auflagen ab der zweiten, glaube ich, oder ab der dritten, habe ich immer wieder kleinere Rückkorrekturen gemacht zum Uroriginal. Und es ging hier hauptsächlich mir um, das war zum Beispiel auch in einer der früheren Auflagen, war das nicht genau im Zentrum. Und das ist ganz wichtig, weil das hat ja alles eine ganz hohe Bedeutung, dass der Mond genau das Zentrum bildet, hier diese Kreuzungswege der Seele. Das habe ich ja dann auch im Lichtmensch drin. Kreuzungswege der Seele zwischen Licht und Dunkelheit, Bewusstsein und Unbewusstsein, durch die im Einklang mit dem Mond schwingenden, fließenden, tönenden 12 Organströme, Werkzeuge der Seele zur Entfaltung des fünfzeigigen Sterns des Menschen. Was so viel bedeutet wie 3 mal 4, das ist ja der Schöpfungscode. Ihr werdet fähig sein, es mir gleich zu tun. Und ihr werdet sogar noch Größeres vollbringen. Das ist aus Johannes natürlich, Johannes 14, 12. Denn der Mensch als Akt der Schöpfung ist Schöpfer durch die 12. Der Mensch als Akt der Schöpfung ist Schöpfer durch die 12. Und 12 ist sowohl Weg als auch Ziel der Seele. Und das war mir so wichtig, dass das, von Anfang an wollte ich das im Grunde, aber immer wurde mir gesagt, du kannst das nicht so groß schreiben. Einfach zum Vergleich möchte ich euch zeigen, wie es vorher war. Das ist die Seite 143 und da ist auch was ganz Spannendes, was mir jetzt erst aufgefallen ist. Das ist ja die letzte Seite vom ersten Teil. Seht ihr den Unterschied? Ich finde, das wirkt viel mehr. Und das ist ja das gesamte Buch, der gesamte Schöpfungscode geht ja um die Seele und um die Wahrheit. Und deswegen ist natürlich das letzte Wort im Buch die Wahrheit und die ist genau gleich wie die Seele, zentriert und ganz groß geschrieben. Und das Faszinierende, und das war nicht geplant, aber da sieht man wieder, dieses gesamte Buch ist ja nicht von mir geschrieben, sondern von mir empfangen. Es ist wirklich nach meiner Nahtodeserfahrung, die ich ausschließlich zum Empfang dieses Buches hatte. Ich hatte also keinen Unfall oder sonst was, sondern es war eine Vorbereitung. Ich hatte darüber auch berichtet in einem meiner YouTube-Filme. Kann ich gerne anhängen. Dann könnt ihr es da nochmal nachschauen.
war ich ja aus dem Körper gezogen worden. Also ich hatte wirklich 3 Monate lang diese Vorbereitung, wo der Körper nicht mitkam mit dieser Schwingungserhöhung. Und das äußerte sich durch extremes, extremes und immer intensiver werdendes Herzrasen. Das begann im Oktober und immer die Zahl 3. Das war 3 Jahre, nachdem ich schon geschrieben hatte. Das Buch war theoretisch in Anführungsstrichen fertig. Aber ich spürte, es fehlt etwas. Und da begann das im Jahr 2011, im Oktober, mit diesem Herzrasen, wurde immer intensiver. Und in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, an der Jahresschwelle zu 2012, es musste ja so sein, da spürte ich dann, dass ich sterbe, im wahrsten Sinne des Wortes, rausgezogen wurde aus dem Körper und vor dieses Himmelsportal kam. Und dieses Himmelsportal, das glich ganz, ganz stark diesem. Wenn ihr das hier seht, das war so ein Bogen. Also das war so nur mächtiger. Die Säulen, die waren mächtiger. Aber das war dieses Portal. Und wir haben ja auf dieser Abbildung tatsächlich hier, das ist die irdische Welt, die Wirklichkeit. Und das ist aber die in jedem Moment in diese Wirklichkeit hinein wirkende geistige Ebene. Das sind praktisch, hier seht ihr ja die Maria, die hier dann im physischen ist. Ist hier schon geistig abgebildet, mit diesen beiden Hälften sozusagen schon als Potenzial, der untere Teil der Seele und der obere. Das ist genau das, was hier abgebildet ist. Und da wurde mir dann am Himmelstor diese Buchprojekte an. Also es waren mehrere Ballons, ich habe nicht genau gezählt, aber es werden schon so um die 7 gewesen sein. Und 7 Bücher habe ich ja jetzt auf dem Markt und dann merkte ich, es ist jetzt erstmal Schluss. Mit den Büchern, es ist gesagt, was gesagt werden sollte. Und das wurde mir, ach, wie schön das gerade anfängt mit den Wellen, hört ihr das? Das tut so gut, es war ja so heiß hier. Das wurde mir, so wurde ich zurückgezogen an diesen Buchprojekten. Ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich noch hier bin. Und ich merke das, es wird mir zwischendurch, es ist ja so eine hohe Aufgabe und es ist nicht einfach, ich sage es euch wirklich, weil die Menschheit vollkommen verhaftet ist in diesem irdischen, sich mit und durch die Körperlichkeit identifizierenden Denken. Es ist ja etwas ganz Neues, noch nie da gewesen, also noch nie so rübergebracht ist, weil die Bibel ist natürlich das, was es aussagt, wie alle alten Weisheitsbücher, ja, auch die Smaragdtafeln. Natürlich sämtliche Religionen in Wahrheit sagen genau das aus, aber es wurde eben nie verstanden und vor allem noch niemals so übersetzt durch die Organströme. Es geht ja hier wirklich darum, dass wir diesen Schöpfungscode aktivieren durch uns selbst, also durch diese 12 Organströme. Wir sind es selbst. Dieses Licht in die Körperlichkeit ziehen. Die 12 Organströme, hier haben wir sie alle, die ein großer Strom sind, in die Körperlichkeit ziehen und dadurch diese Kreuzigung vollziehen, immer wieder neu. Und durch diese Kreuzigung natürlich auferstehen, denn das ist ja dieses Kreuz der Materie, um was es wie gesagt geht. Und dieses Kreuz der Materie, das ist die Seele und das ist die Wahrheit. Und wenn ihr euch dann mal anschaut, und das wurde mir tatsächlich erst heute bewusst, und da war ich einfach nur baff. Erstens, die letzte Seite vom ersten Teil, diese Seite 143, da haben wir den Schöpfungscode voll drin. Die 3 und die 4. 3 mal 4. Und Quersumme 8. Und jetzt schlagt bitte die letzte Seite auf. 7, die Zahl der Wahrheit gleich doppelt mit der 3 der Seele, Quersumme. Wieder die 8, die Macht. Es ist so faszinierend, ja. Also das ist wirklich ein Buch, welches die Menschheit noch ganz weit bringen wird, auch wenn es jetzt wirklich noch ein Geheimtipp ist. Es wird in den kommenden Jahrhunderten, wird es für die Menschen das, was die Bibel ist, wenn die Menschen das auch wirklich täglich diesen Weg gehen. Und ich habe es ja für jeden, für den Menschen, für jeden Einzelnen so einfach gemacht mit meiner App Lunar Gen Mond und Gesundheit kann das jeder machen. Und mein Mondkalender natürlich, der es auf ganz denkbar einfache Art und Weise rüberbringt. Der besondere Mondkalender Gesundheit in deiner Hand, jetzt erhältlich für 2025. Und jetzt noch eure Frage: Was ist neu in den neuen Energieschlössern? Das ist wie gesagt noch die alte Ausgabe. Ihr seht, ziemlich zerflettert. Aber ich hatte bislang bei der 23 den Hierophanten aus irgendeinem Grunde nicht drin.
die große Arcana 5. Und die ist noch dazu gekommen, die Erklärung auch und noch einige andere kleinere Sachen. Also wie gesagt, da gibt es jetzt auch die aktuelle, neueste Auflage und der Schöpfungscode ab heute wird er ausgeliefert, die 5. Auflage. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, ist das Gelb auch strahlender, noch strahlender geworden in dieser Auflage. Also ja, weil es einfach 5, es ist eigentlich schon der 6. Druck, aber ich habe einmal, hatte ich irgendwie ausgelassen, es zu nennen. Deswegen 5. Auflage und ganz, ganz, ganz bedeutend. Und es sind ja jetzt tatsächlich im Jahr 2024, sind es 10 Jahre, dass der Schöpfungscode auf dem Markt ist. 10 Jahre Schöpfungscode. Ich wünsche euch ein wunderbares Maria Himmelfahrt.